Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, da sind wir wieder in digitaler Gesellschaft. Wir sprechen über kabellose Verbindungen ins Internet. Im Prinzip, im internationalen Vergleich, das muss man ruhig nochmal dazu erzählen, ist Deutschland übrigens immer noch WLAN-Wüste. Offene Netzzugänge sind in anderen Ländern selbst eine Selbstverständlichkeit, längst eine Selbstverständlichkeit. In Deutschland muss man sie suchen, und zwar lange. Ja, mit so einem Device in der Hand rennt man stundenlang durch Städte und sucht ein offenes WLAN und findet eben keins. Grund dafür war lange Zeit die sogenannte WLAN-Störerhaftung, über die wir ja schon mal gesprochen hatten. Die wurde jetzt am vergangenen Freitag endgültig abgeschafft. Doch schon droht neues Unheil. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik warnt aktuell vor Schwachstellen in der Verschlüsselung von Funknetzen. Was das jetzt in der Kombination bedeutet, diese beiden Felder kombiniert, was bedeutet das? Das kann uns Alexander Sander verraten. Von der digitalen Gesellschaft. Schönen guten Tag, hallo. Hi. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Die WLAN-Störerhaftung war lange ein Hindernis, um eben WLAN-Netze offen anzubieten. Auch für vielen Grund, das eben nicht zu machen, weil sie Angst davor hatten, für die rechtlichen Verstöße der Nutzer eben rangeholt zu werden, beziehungsweise haftbar gemacht zu werden. Jetzt ist die WLAN-Störerhaftung seit Freitag endgültig abgeschafft. Wir können uns also freuen, oder? Wir können uns freuen auf hoffentlich viele neue offene Netzwerke, wo wir dann reingehen können und nicht unsere mobilen Datenvolumen verbrauchen müssen, um ein, zwei Sachen auf YouTube anzugucken, sondern dann hier eben ja kostenlos in offenen WLAN-Netzen unterwegs zu sein. Du hast ja schon gesagt, die WLAN-Störerhaftung hat vorher verhindert, dass eben solche offenen WLAN-Netze zur Verfügung gestellt waren. Es war damit verbunden, dass oft eben diese Massenabmahnungen rausgeschickt wurden. Ja. Das bedeutet, viele Leute haben sicherlich irgendwann mal einen Brief gekriegt, wo drinne stand, du hast dir illegal das und das hier angeguckt und wirst abgemahnt und musst jetzt so und so viel 100 oder vielleicht 1000 Euro bezahlen. Das kann dann schnell eben sehr teuer werden. Und wenn man jetzt eben sein WLAN zu Hause frei zur Verfügung gestellt hat, zum Beispiel, oder als Café, Restaurant am Flughafen eben gesagt hat, hier gibt es ein offenes WLAN-Netz für euch, und da läutet dann eben eine Urheberrechtsverletzung drüber begangen haben, wurde der Betreiber des WLAN-Netzes eben abgemahnt und nicht derjenige, der eigentlich die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Das war ein riesengroßes Problem. Das haben wir über Jahre hinweg angemahnt. Das war seit der Gründung unseres Vereins sozusagen ein Thema, an dem wir gearbeitet haben seit 2010, 2011 eben. Jetzt 6, 7 Jahre später sind wir dann endlich so weit, dass wir diesen Quatsch aus der Welt geräumt haben. Ja, Glückwunsch! Und endlich ähnliche vergleichbare Rechte haben wie eben in anderen Ländern. Deutschland war da wirklich eine Insel sozusagen, kein anderes Land auf der Welt hat so ein merkwürdiges Gesetz gehabt, weil wieso soll ich jetzt für jemanden, dem ich mein WLAN zur Verfügung stelle, kostenlos, wieso soll ich dafür abgemahnt werden, wenn derjenige eben dann eine Urheberrechtsverletzung begeht? Jetzt sind da draußen unter Umständen am Empfangsgerät Betreiberinnen von Hotels und Gaststätten, die aufhorchen und sagen, ist das jetzt wirklich so, dass mir gar nichts mehr passieren kann, wenn ich ein offenes WLAN anbiete und dann vielleicht trotzdem einer meiner Gäste urheberrechtliche Dinge oder Urheberrechte verletzt, ist man da jetzt auf der sicheren Seite? Naja, es ist natürlich so, dass natürlich nach wie vor diese Rechteverletzung, wenn die stattgefunden hat, verfolgt werden muss. Ja. Und das Einzige, was jetzt eben aus der Welt geschafft wurde, sind diese Abmahnungen. Also, dass man einfach eben einen Brief kriegt, wo drin steht, jetzt zahl mal 1000 Euro oder so, sonst wird's noch viel wilder und noch teurer für dich. Das fällt jetzt einfach alles weg. Was jetzt in Zukunft passiert... Ganze Anwaltskanzleien so... Ja, das war ein ganzer Geschäftszweig. Ja, das waren die Anwaltskanzleien ausschließlich davon gelebt, Serienbriefe zu drucken und Leuten auf die Nerven zu gehen. Ja, und diese Kohle da einzusammeln. Das ist jetzt auf jeden Fall vorbei, dieses Geschäftsmodell. Wenn jetzt in Zukunft so eine Urheberrechtsverletzung in so einem offenen WLAN stattfindet, dann kommt der Rechteinhaber und muss natürlich zunächst vorher prüfen, ist diese Rechteverletzung stattgefunden, muss auch zu dieser Plattform, wo die zum Beispiel stattfindet, also sagen wir mal ein One-Click-Hoster, der bietet einen Film an, wo dann eben Leute schauen, illegal sich diesen Film anschauen, dann geht man erstmal zu dem und sagt, nimm das mal vom Netz, nimm das raus, dann kann nämlich auch die Urheberrechtsverletzung nicht mehr stattfinden, wenn der Film nicht mehr da ist, das ist das Allerlogischste. Und wenn jetzt zum Beispiel dieser One-Click-Hoster da nicht mehr antwortet, dann geht man zu diesem WLAN-Betreiber, wo man diese Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat, also nachvollziehbar mal gemacht hat, und sagt dem, er muss das unterlassen, dass das künftig stattfinden kann. Mhm. Das bedeutet, er kann zum Beispiel eben dann oder muss dann zum Beispiel diesen Link zu dieser Seite eben aus seinem WLAN heraus sperren. Also man bekommt dann eben einen Brief, da steht, das ist die Seite, wo dieser Film runtergeladen werden kann, illegal, und ihr müsst den Zugang jetzt nur zu diesem konkreten Link eben sperren. Das ist ein viel angenehmerer Brief als bezahl mal 10.000 Glocken, weil bei
dir jemand im Café sich einen Film angeguckt hat. Ja? So ist es. So ist auf es. Jeden dann, Fall. Dann kann man eben dieser Sache nachgehen. Und wenn man das dann nicht macht, wenn man dieser Aufforderung nicht Folge leistet, dann kann es natürlich zum Gerichtsverfahren kommen, wo man dann eben möglicherweise diese Kosten dafür übernehmen muss, wenn man denn diesen Fall verliert. Weil die Rechteinhaber auch gute Anwälte dann unter Umständen schicken. Ja, und so. Ja, also wahrscheinlich ganze Armeen von Anwälten werden die dann losjagen. Ja, also das ist ein großer Spott von denen. Und hier wird man natürlich dann jetzt in Zukunft noch genau sehen müssen, wie das genau funktioniert, dieses Sperren dieser Seite. Also das Ganze muss nämlich eben verhältnismäßig sein und angemessen sein. Also kannst jetzt auch nicht einfach hingehen und kannst sagen, ja, jetzt müsst ihr hier das ganze Internet sperren oder sonst irgendwas. Das geht nicht. Ja, man muss eben konkret sagen, das muss jetzt konkret gesperrt werden. Und da muss man dann eben schauen, dass es da eben nicht zu einem Overblocking kommt. Also dass hier eben nicht gesagt werden kann, keine Ahnung, auf der Seite finden sich halt hunderte legale Filme und ein illegaler. Deswegen sperren wir jetzt den Zugang zu dieser ganzen Seite. Das wäre dann eben unverhältnismäßig, würden wir jetzt sagen. Ne? Und wenn jetzt eben dieser Rechteinhaber kommt und sperrt den Zugang zu der ganzen Seite, da könnte man sich eben überlegen, ob man so ein Gerichtsverfahren dann eben anstrebt und sagt so, das möchte ich nicht. Aber per se, man bekommt keine Abmahnung mehr. Es entstehen nicht direkt irgendwelche Kosten. Ja. Man kann sein WLAN eben zur Verfügung stellen, wenn man eben ein gewerblicher Betreiber ist. Ja. Und dann eben hier sagen, wenn man diesen Brief bekommt, okay, ich werde dem Folge leisten und hier eben den Zugang zu diesem urheberrechtlich geschützten Material künftig eben unterbinden. Von daher, offene WLAN sind da. Ihr werdet festgestellt haben, dass in den letzten Minuten offene WLAN-Netzwerke aufpoppten in eurer Nachbarschaft, denn wir haben es endgültig nochmal offiziell verkündet. Die WLAN-Störerhaftung ist seit Freitag Geschichte. Es ist also durchaus möglich und auch rechtlich vertretbar und auch moralisch vertretbar und sinnvoll, das Netzwerk, das man anbietet, öffentlich zu machen für die Menschen, die im Café sitzen zum Beispiel oder ums Café herum. Alexander Sander sitzt immer noch im Studio und nicht ums Studio herum. Und wir müssen nochmal beim Thema WLAN bleiben, denn eigentlich klingt das ja bis jetzt quasi, bis zu diesem Punkt in der Sendung so, als sei alles in Butter zum Thema WLAN. Die Störerhaftung ist weg. Wir können uns alle freuen über frei zugängliche Netzwerke in der Stadt. Jetzt gibt's aber trotzdem noch ein weiteres Thema zum Thema WLAN, das wir besprechen müssen, und zwar die Warnung des BSI, dass die Verschlüsselung von WLAN-Netzen Schwachstellen aufweist. Es geht um die WPA2-Verschlüsselung, glaube ich. Wie sieht die Schwachstelle aus und wie gefährlich ist das jetzt im Moment, per WLAN ins Netz zu gehen? Also, es hält sich erstmal vorwiegend in Grenzen, wenn man ein paar Regeln befolgt. So. Mhm. Im Grunde ist jetzt eine Attacke hat stattgefunden eben und man hat ja eben herausgefunden, dass man sozusagen durch einen Man-in-the-Middle-Angriff eben die Daten, die über diese Verbindung, diese WLAN-Verbindung transferiert werden, eben auslesen kann. Also im Kern geht es darum, dass wenn ich mich mit einem WLAN verbinde und darüber dann eben irgendwelche Sachen mache, Seitenbesuche, Logins auf Facebook gehen, was auch immer, das kann eben grundsätzlich ausgelesen werden und darüber können natürlich dann eben Leute relativ einfach Zugang zu meinem Konto bekommen, Zugang zu meinem Facebook-Account bekommen, zu Google, was auch immer, eben wenn ich mich in dieser Zeit, wo dieser Angriff stattfindet, einlogge und hier eben diese Informationen dann mitgezogen werden. Okay. Das ist per se erstmal dieser Angriff. Aber man kann sich relativ leicht schützen. Zunächst erstmal haben viele Hersteller auch schon direkt Updates angeboten. Ja. Also hier mal schnell schauen zu Hause, ob das Gerät noch eben auf dem aktuellen Stand ist. Zügig die Updates installieren. Und natürlich grundsätzlich immer, nämlich genau das, was man in einem öffentlichen WLAN macht, wenn man eben im Café sitzt. Darauf muss man jetzt quasi auch zu Hause achten, dass man hier eben also immer auch verschlüsselte Verbindungen wählt. Also, dass man seine gesamte Kommunikation, die man eben ins Internet kippt, sozusagen in irgendeiner Art und Weise verschlüsselt. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel seinen Browser öffnet und zum Beispiel auf eine Bank geht, dann hat man oben immer dieses HTTPS. Mhm. Ja? Und S steht für safe. Security, Secure. Safe, alles sicher. Ja, genau. Dieses S ist extrem wichtig, weil das zeigt an, dass es sich hierbei eben um eine verschlüsselte Verbindung handelt. Ja. Das bedeutet, der Angreifer, der eben jetzt diese Schwachstelle ausnutzt, sieht zwar, dass Daten geschickt werden, er kann sie aber eben nicht entschlüsseln und gibt es halt auch Angriffe, aber das ist eher nicht vielleicht ein etwas unwahrscheinlicheres Szenario.
Ja, also wenn man hier eben eine verschlüsselte Verbindung hat, dann können die Informationen nicht ausgelesen werden. Und von daher empfehlen wir immer, wenn man sich irgendwo einloggt, immer auf dieses S oben achten, ja, und vielleicht am besten noch zum Beispiel einen VPN-Anbieter mit dazuschalten. Da kann man auch mal im Internet ein bisschen schauen, was es so für VPN-Anbieter gibt. Das ist, der Markt ist riesig. Hier vielleicht mal ein paar Euro investieren im Monat und dann sich einen soliden VPN-Anbieter holen, weil dann ist die Verbindung auch noch verschlüsselt und dann kann trotz dessen, dass so ein Angriff vielleicht stattfindet, eben die Information am Ende nicht ausgelesen werden, weil hier einfach nur Bullshit übermittelt wird und die Leute damit nichts anfangen können. Ja, so ein VPN-Anbieter ist ja sowieso keine schlechte Idee, um sich ein bisschen safer im Netz rumzutreiben und auch mal vielleicht ein Netflix-Filmchen zu gucken, der nur in der kanadischen Mediathek vorhanden ist. Ja, oder zum Beispiel auf die ARD-Mediathek zuzugreifen, wenn man im Ausland ist. Ja, also so rum, wollte ich eigentlich erklären. So rum geht das Spiel, nicht wahr? Entschuldige, ich habe da was durcheinander gebracht. Genau, also VPN-Anbieter ist immer gut. Und natürlich bei diesem Angriff muss man jetzt auch sagen, das funktioniert nur, wenn jemand gleichzeitig auch eben in der Nähe dieses WLAN, also der muss gleichzeitig auch in diesem WLAN sein. Okay, also es ist kein Angriff, der über eine große Distanz funktioniert, sondern funktioniert nur, wenn der Angreifer sozusagen sich auch im WLAN befindet. Also wenn man jetzt im Café sitzt, kann man ja mal gucken, wer da so sitzt und was die da so machen. Ne? Also wird man natürlich noch schwer. Aber da kann man auch allgemein nochmal sagen, im Café sitzen und Online-Banking machen ist eher eine schlechte Idee. Ist keine gute Idee. Ne? Ja. Also eignet sich eben dafür, um einen YouTube-Film anzugucken, um mal auf die Wikipedia zu gehen, irgendwelche Suchen zu starten, zu gucken, was das Wetter ist. Aber was ist ein Barista? Zum Beispiel, ja. Wie viel da kann ich davon trinken? Genau, solche, was man eben im Café tatsächlich auch eben so sucht. Ja. Und jetzt sollte man eher davon Abstand nehmen, eben Online-Banking zu machen und da zum Beispiel eher seine mobilen Daten dafür nutzen. Weil das ist eine deutlich sicherere Verbindung, die man dann hier eben aufbaut. Also wenn man unterwegs ist, muss Online-Banking machen, dann hier lieber LTE-Check. Grundsätzlich, genau, einfach nirgendwo einloggen, wenn es geht. Wenn es unbedingt sein muss, dann zumindest immer darauf achten, dass oben dieses HTTPS steht. Bei vielen Browsern ist dann auch nochmal irgendwie so ein kleines Symbol, wo dann wie so ein Schloss zugemacht ist oder das ist grün hinterlegt. Man kann das einfach mal ausprobieren. Man geht auf eine Seite, wo man HTTP Doppelpunkt irgendwas eingibt, und dann geht man eben zum Beispiel auf die Seite von seiner Bank und dann sieht man den Unterschied oben, das ist eine sichere Verbindung, das ist eine unsichere Verbindung und da kann man eben zum Beispiel erkennen, welche Daten könnten jetzt tendenziell eben ausgelesen werden, welche Daten können eher nicht ausgelesen werden. Und was auch vielleicht noch wichtig ist, dass man dazu sagt, das geht jetzt nicht darum, das WLAN-Passwort nochmal zu ändern, weil das kann gar nicht ausgelesen werden. Das ist auch, genau, also das ist eben tatsächlich einfach so ein Man-in-the-Middle-Attacke, das bedeutet, man setzt sich zwischen die Verbindung, die stattfindet, man kann nicht das WLAN-Passwort auslesen und von daher ist, wie gesagt, dieser Angriff findet sozusagen in die Verbindung, die zwischen dir jetzt und eben deiner Bank stattfindet, da setzt sich jemand dazwischen und fängt an, diese Informationen rauszulesen. Deswegen ist das WLAN, was man selbst sozusagen betreibt und vielleicht öffnet für die Öffentlichkeit, dann eben jetzt auch nicht attackierbar in dem Sinne, dass man das Passwort rausholen kann. Das ist wollte ich nur noch mal dazu sagen, das ist ein bisschen verwirrend, da kommen ganz viele Leute auch, sind im Vorfeld schon auf uns zugekommen und die haben, soll ich jetzt mein Passwort ändern? Ja. Nein, braucht ihr nicht. Also grundsätzlich ist natürlich immer zu empfehlen, dass man regelmäßig auch seine Passwörter mal ändert, ne, vielleicht einmal im Monat, vielleicht alle 3 Monate mal grundsätzlich einfach seine Passwörter ändern. Das ist immer eine gute Angelegenheit. Ja. Hier natürlich auch immer darauf achten, dass man Groß-Kleinschreibung, vielleicht auch eben sich, es gibt so Passwort-Erstellprogramme, die dann möglichst komplizierte Passwörter eben generieren. Es sollten möglichst lang sein, Sonderzeichen und so weiter und so fort, haben wir ja auch schon mehrmals gesagt. Finde ich aber geil, dass wir nochmal so back to the basics gehen. Genau. Also als erstes oben rechts den Einschalter bedienen am Computer. Ja, dann die Maus sanft zur Adresszeile führen. Richtig. Und dann www.https. Doppelpunkt/. Vielen Dank, Alexander Sander, so für diese Informationen. Gerne. Ihr könnt eure WLANs jetzt öffnen für eure Gäste, liebe Gaststättenbetreiberinnen da draußen zum Beispiel. Und wer Sorge hat wegen der Sicherheit seiner WPA2-Verschlüsselung, der sollte sich um ein Update kümmern auf dem Rechner, auf dem Device, das er vornehmlich benutzt und beim Online-Banking eben auf das kleine S achten hinter dem HTTP. Und vielleicht noch einen VPN-Anbieter dazu nehmen. Stimmt, ja genau, damit man von Kanada aus die ARD-Mediathek aufmachen kann. So ist es. Danke.